Tagesordnung ein mit dem Tagesordnungspunkt 61. Entschließung zur Konkretisierung des Infektionsschutzgesetzes. Antrag des Freistaates Bayern, dem Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen beigetreten sind, und Gesetzentwurf zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage. Es gibt insgesamt 4 Wortmeldungen. Es beginnt Herr Ministerpräsident Hans aus dem Saarland. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Gesetzentwurf, der ist nicht nur aufgrund seines materiellen Gehaltes, sondern vielmehr auch aufgrund der Bedeutung, der Klarstellung, der Rolle des Parlaments, wie ich finde, ein ganz wichtiger und bedeutender Schritt in der Bekämpfung dieser Pandemie. Die Bedeutung des Deutschen Bundestages, und das hat Bundesminister Professor Dr. Braun ja eben schon gesagt, die lässt sich ja auch in der vergangenen Form der Bewältigung dieser Krise anhand von Zahlen tatsächlich festmachen. Seit März hat es im Deutschen Bundestag 70 Debatten gegeben, über 70 Debatten gegeben. Es sind 37 Gesetze auf den Weg gebracht worden, nicht nur im Bundestag, sondern auch hier im Bundesrat. Und auf Basis dessen konnten Bundesregierungen, konnten Landesregierungen in Deutschland aufbauen. Und diese Debatten, diese Maßnahmen haben all das, was wir bisher bewegen konnten, auch legitimiert. Gerade aber die gute, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Bekämpfung dieser Pandemie, sie hat geholfen, da stimme ich Herrn Bundesminister zu, sie hat geholfen, durch diese Pandemie bisweilen ordentlich durchzukommen. Und zwar so, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland dies auch in jedweder demoskopischer Erhebung auch anerkennt. Der Föderalismus, er hat gezeigt, dass er nicht nur krisenfest ist, er ist auch krisentauglich. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt auch noch mal diese Gesetzesgrundlage kommt. Meine Damen und Herren, die Maßnahmen, die wir zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergreifen mussten, die wir jetzt auch wieder ergreifen müssen, die waren und sind auch weiterhin verbunden mit sehr, sehr großen Einschränkungen zentraler Grundrechte. Und so sehr es in einer solchen Pandemie ja auf schnelles, auf entschlossenes Handeln ankommt, so sehr wissen wir eben auch, gerade wir in der Bundesrepublik Deutschland, dass Vorschriften, Kontrollen, Beschränkungen alleine einer demokratischen, modernen Gesellschaft nicht würdig sind und vor allem jetzt nicht alleine das Gebot der Stunde sein können. Es bedarf vielmehr einer breiten gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz. Es bedarf der Einsicht der Menschen, diese Maßnahmen und Regeln eben auch zu befolgen. Es bedarf aktive Mitwirkung eines jeden Einzelnen, denn ohne die Eigenverantwortung von mündigen BürgerInnen ist es keine Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es wurde ja vielfach gesagt, dass eine solche Krise immer die Stunde der Exekutive ist. Ich will die besondere Bedeutung der Exekutive hier keinesfalls schmälern oder leugnen. Ich stelle aber auch klar, ich halte das für verkürzt in der Sichtweise, denn gerade eine gesundheitliche Notlage, wie wir sie ja in der MPK festgestellt haben, wie sie im Deutschen Bundestag festgestellt worden ist, wie sie in der Bundesregierung festgestellt worden ist, so eine gesundheitliche Notlage, die ist eben gleichermaßen auch die Stunde der Judikative und sie ist eben auch die Stunde der Legislative. Ich sage es mal so, sie ist die Stunde unserer demokratischen, rechtsstaatlichen Grundordnung. Es ist auch die Stunde der Gewaltenteilung an dieser Stelle. Und die Gewaltenteilung, die war zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie in Frage gestellt. Das haben wir an Gerichtsurteilen gesehen, die es ja zuhauf gegeben hat mit Bezug auf unsere Maßnahmen. Wir sehen das an den Debatten, die im Bundestag geführt werden. Wir sehen es an den Debatten, die in den Landtagen ja auch in den letzten Wochen geführt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jedenfalls, und da spreche ich, glaube ich, für jedwede Landesregierung, immer Wert darauf gelegt, auf diese parlamentarische Rückkopplung auch unserer Maßnahmen. Und Bundestag, Länderparlamente, sie müssen Herzkammer der demokratischen Willensbildung bleiben.
Das waren sie vor der Krise, das sind sie auch ganz aktuell und das werden sie auch zukünftig sein. Und deshalb, so sehr sich die einzelnen Rechtsverordnungen zur Pandemiebekämpfung auf einer gesetzlichen Grundlage ja bewegten, so sehr steigt eben, und an dieser Wahrnehmung kommen wir nicht vorbei, so sehr steigt eben mit zunehmender Dauer dieser Pandemie, ja über 8 Monate, wo wir uns darin bewegen, eben auch die Notwendigkeit einer Schärfung, einer Klarstellung von gesetzlichen Grundlagen. Und damit und dem trägt der aktuell im Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf aus meiner Sicht Rechnung, indem er das Bundesinfektionsschutzgesetz in dem vorgesehenen neuen Paragraphen 28a ergänzt. Er trägt damit Rechnung und dies, indem er ganz passgenau auf die derzeitige Corona-Pandemie eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass notwendiger Schutzmaßnahmen vorsieht, indem er ein konkret ausmodelliertes Maßnahmenkonzept in Gesetzesform gießt und mit nicht abschließenden Regelbeispielen, die sich streng am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientiert, Maßnahmen aufführt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verbreitern wir damit die demokratische Legitimationsbasis für unsere Maßnahmen? Ich halte das für notwendig zu tun. Es kann aus meiner Sicht zusammen mit den wirklich ganz massiven, mit den ganz außerordentlichen Hilfen, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind, mal wieder, es kann im Zusammenhang damit nur dazu beitragen, dass die politische Kultur in unserem Land trägt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Mensch weiß, wie lange uns diese Pandemie noch beschäftigen wird. Kein Mensch weiß, welche Einschränkungen wir unserer Gesellschaft auch weiterhin noch zumuten müssen. Kein Mensch weiß, welche Herausforderungen hier noch auf uns warten. Und deswegen gilt, je mehr alle Verfassungsorgane aktiv mitwirken, diese Herausforderungen zu meistern, desto sicherer ist auch der Grund, auf dem wir uns bewegen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, lieber Kollege Hans. Als nächster spricht zu uns Staatsministerin Betzing-Lichtentäler aus Rheinland-Pfalz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, nicht zuletzt aufgrund der Rechtsprechung der vergangenen Wochen ist eine Anpassung des IFSG dringend erforderlich, um Rechtssicherheit für Bund, für Länder und Kommunen herzustellen. Es ist daher gut und richtig, dass sich die Koalitionsfraktionen auf Bundesebene mit dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz diesem Thema angenommen haben. Die derzeitigen Corona-Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht auf Dauer angelegt. Sie werden je nach Verlauf der Pandemie jeweils an das aktuelle Geschehen und an den aktuellen Wissensstand angepasst. Auch das ist wichtig. Was für die Einschränkungen gilt, gilt im Grundsatz auch für die Frage der Verteilung von Impfstoff. Wir hoffen, dass es möglichst bald einen Impfstoff gibt. Wir wissen aber bereits jetzt, dass er aller Voraussicht nach nicht von Anfang an in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird. Deswegen wird es auf die Priorisierung ankommen. Die Entscheidung, welche Personengruppen im ersten Schritt geimpft werden und welche unmittelbar in den folgenden Schritten geimpft werden, ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Eine klar abgrenzbare, an anerkannten medizinischen und ethischen Kriterien orientierte Regelung für eine Priorisierung ist somit aus Gründen der Transparenz und der Verständlichkeit der Verteilung für die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für die vulnerablen Gruppen geboten. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Deswegen sollte eine solche Regel für eine Priorisierung durch den Bund getroffen werden, an die sich die Länder, aber auch der Bund, verbindlich halten. Es ist wichtig, dass die Bundesregierung eine Regelung vorlegt, die eine klar abgrenzbare, an anerkannten medizinischen und ethischen Kriterien orientierte Regelung für die Priorisierung des Impfstoffs vorsieht und damit eine für Bund und Länder einheitliche und gesellschaftlich getragene Priorisierung in der Durchführung der Impfungen gewährleistet. Wir brauchen zeitnah eine solche entsprechende Regelung, ob im Wege einer Verordnung oder einer weiteren Gesetzesänderung, muss der Bund
vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Anforderungen prüfen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsministerin. Als nächster spricht Herr Minister Dr. Buchholz aus Schleswig-Holstein. Nach einer kleinen Desinfektionspause. So. Wir warten das gerne ab. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es besteht, glaube ich, Einigkeit in diesem Haus, dass angesichts der Fortdauer der Pandemielage auch aus rechtsstaatlichen Gründen eine Anpassung auch auf gesetzgeberischer Ebene notwendig ist, um die notwendige Bestimmtheit für die vielen Maßnahmen, die wir im Verordnungswege in den letzten Monaten erlassen haben und die ja massive Grundrechtseinschränkungen bedeuten, zu schaffen und diese gesetzgeberische Maßnahme durch das, was wir hier heute eigentlich beraten, nicht ausreichend gewährleistet ist, sondern parallel dazu im Deutschen Bundestag ja eine weitere Veränderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes derzeit beraten wird. Wenn wir als Landesregierung von Schleswig-Holstein zustimmen der Tatsache, dass die Parlamente hier unbedingt eine klarere, bestimmtere, transparentere Regelung schaffen sollen, dann kann ich aber trotzdem nicht verhehlen, dass die Zustimmung dafür zu sagen, ja, das muss alles konkreter und transparenter werden, kein Präjudiz dafür ist, dass die derzeit im Bundestag beratenden Regelungen, so wie sie da liegen, unsere Zustimmung erfahren werden. Denn es kommt darauf an, dass nun auch den rechtsstaatlichen Grundvoraussetzungen sorgsam Genüge getragen wird. Und das heißt, dass man nicht eine Generalklausel, wie sie bisher im § 32 des Infektionsschutzgesetzes unter Verweis auf § 28 durch eine quasi neue Generalklausel in § 28a ersetzt. Sondern es setzt voraus, dass klare Tatbestandsvoraussetzungen mit klaren Rechtsfolgen einhergehen und die das Gesetz auch regelt. Das ist der Kern der Wesentlichkeitstheorie, den das Bundesverfassungsgericht uns vorgibt für eine solche Regelung. Und ich appelliere an die Beteiligten im Bundestag, darüber nachzudenken, dass man jetzt nicht vor allem nur schnell um Rechtssicherheit vor dem Hintergrund angekündigter Gerichtsthemen, um schnell eine andere Rechtslage, eine andere Gesetzeslage zu schaffen, etwas tut, was dann nachher vor den Gerichten im Zweifel auch keinen weiteren Bestand haben wird. Denn in der Tat darf man erwarten, dass in dem, was jetzt zu regeln ist, das Thema Tatbestandsvoraussetzungen und auch Rechtsfolgen so in einer standardisierten Art und Weise dann möglich gemacht werden, dass sie über auch die Länder dann auch standardisiert ausgebreitet werden könnten, mit der Möglichkeit, nach unterschiedlichem Geschehen eben auch unterschiedlich zu reagieren. Und ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns auch in dieser Hinsicht nichts vormachen. Das unterschiedliche Geschehen der Pandemie in Deutschland kann bewirken, dass wir noch stärker auch differenzieren müssen, nachdem wie die Pandemie in einem bestimmten Bereich ausbricht und sich weiter fortsetzt. Inzidenzen von über 250 im Süden der Republik rechtfertigen nicht grundsätzlich Gastronomieschließungen im Kreis Plön im Norden des Landes. Und deshalb wird es darauf ankommen, dass diese Regelungen so transparent und klar sind, aber eben auch von Tatbestandsmerkmalen und Rechtsfolgen so geregelt sind, dass sie auch in Ausnahmefällen regionale und lokale Einzelfallregelungen nicht ausschließen. Ich bitte dringend darum, dass in der Bundesregierung darüber nachgedacht wird, diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes nicht nur mit den regierungstragenden Fraktionen im Deutschen Bundestag zu beraten, sondern auch die anderen einzubeziehen, die in den Ländern dann auch für die Umsetzung mit sorgen müssen, um auf einer breiten Basis, auf einer möglichst politisch breiten Basis, eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes bald herstellen zu können. Herzlichen Dank. Danke, Herr Minister Dr. Buchholz. Als nächster spricht Herr Staatsminister Dr. Hermann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ursprüngliche Motivation für unseren Entschließungsantrag, dem erfreulicherweise Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern beigetreten sind, war es, dem Bund gewissermaßen föderal, freundschaftlich, aber doch auch mit einem gewissen Nachdruck die Hinweise der Oberverwaltungsgerichte, beispielsweise des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, aber auch anderer Oberverwaltungsgerichte und Stimmen aus der Rechtswissenschaft nahezubringen und diese mit dem Hinweis, diese sehr ernst zu nehmen. Erfreulicherweise, das ist sehr positiv und wir haben es ja gehört, findet zur Stunde bereits die erste Lesung im Bundestag statt.
zu dem neuen Paragraph 28a des Infektionsschutzgesetzes des Bundes, also schon sehr konkret mit allen Fragen, die man da diskutieren muss. Aber ich glaube, der Grundantrieb, der hinter dem unter unserem Entschließungsantrag steht und was ja auch in den Wortbeiträgen hier sehr deutlich wurde, ist im Grunde schon fast erfüllt und es ist erfreulich, dass wir auf diesem Weg sind. Denn wir alle wissen, die Lage ist ernst und wir wissen, die Pandemiebekämpfung wird auch noch eine gewisse Zeit andauern. Wir brauchen dafür einen langen Atem und auch das Verständnis in unserer Bevölkerung für die Schutzmaßnahmen, die derzeit ergriffen werden und die ja durchaus Einschränkungen mit sich bringen. Und es geht genau darum, dieses Vertrauen der Bevölkerung, das derzeit noch hoch ist, auch noch in den nächsten Monaten aufrechtzuerhalten. Hier setzt der Gedanke der Neuregelung letztlich an. Es besteht aktuell nur ein rechtlicher Hebel, nämlich der Paragraph 32 in Verbindung mit dem Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes, der letztlich eine infektionsschutzrechtliche Generalklausel darstellt. Die überwiegende Mehrheit der Gerichte, der Obergerichte in Deutschland, ist bei ihren bisherigen Entscheidungen auch nach wie vor davon ausgegangen, dass die darauf, auf diese Generalklausel gestützte Maßnahmen aufgrund der Kurzfristigkeit ihrer Natur mit dem Vorbehalt des Gesetzes vereinbar sind. Je länger aber die Maßnahmen der Corona-Verordnungen der Länder andauern, umso mehr wird natürlich in der Öffentlichkeit, aber auch in der Rechtswissenschaft in Zweifel gezogen, ob die Generalklausel da immer noch die ausreichende Rechtfertigungsgrundlage für doch andauernde und nicht unerhebliche Grundrechtseingriffe darstellt. Für den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof etwa oder der Bayerische Verwaltungsgerichtshof etwa hat kürzlich erhebliche Zweifel geäußert, ob die aktuell erforderlichen Maßnahmen mit dem Parlamentsvorbehalt und dem Bestimmtheitsgebot aus Artikel 80 Grundgesetz übereinzubringen sind. Und was natürlich nicht passieren darf, ist, dass wir irgendwann unsere Instrumente quasi beraubt werden, nicht mehr auf das Instrumentarium der Seuchenbekämpfung zugreifen können, dann wären wir handlungsunfähig, das wäre natürlich katastrophal. Und deshalb brauchen wir umgehend die Nachbesserung für das Infektionsschutzgesetz, möglichst noch im November, aber es sieht ja auch so aus. Die jetzige Fassung ermächtigt nur zum Ergreifen der in Anführungszeichen notwendigen Schutzmaßnahmen. Ausgeführt im jetzigen Gesetz werden beispielhaft Maßnahmen wie Anordnen von Betretungsverbot oder das Schließen von Badeanstalten. Und ich finde, das zeigt schon, dass der Gesetzgeber, der historische Gesetzgeber dieses Gesetzes natürlich nicht eine Pandemielage dieser Ausmaße, die wir jetzt, mit der wir jetzt konfrontiert sind, vor Augen hatte, sondern quasi klassisches epidemisches oder noch begrenzteres Infektionsgeschehen in bestimmten Orten, in bestimmten Bereichen, aber eben keine Masseninfektionsgeschehen, wie wir das jetzt haben. Deshalb schlagen wir vor, die Generalklausel mit speziellen Befugnisnormen zu flankieren, um die konkreten Schutzmaßnahmen, aber auch deren Grenzen im Gesetz deutlicher darzustellen. Es sollen eben klar definierte Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen sein. Wir gehen davon aus, oder wir versprechen uns davon, dass natürlich dadurch auch eine Standardisierung der Maßnahmen bundesweit ermöglicht wird, ohne aber natürlich die lokalen und regionalen Handlungsmöglichkeiten einzuschränken. Denn ich meine, es wurde ausgeführt, Pandemiebekämpfung ist im Grunde genommen klassische Gefahrenabwehr und somit natürlich in der Verantwortung der Exekutive an erster Stelle. Ich denke, man kann das durchaus vergleichen mit den anderen Bereichen der Gefahrenabwehr, wie zum Beispiel dem Polizeirecht oder dem Feuerwehrrecht oder der Rettungsdienstrecht oder Ähnlichem. Dort arbeiten wir ja auch nicht nur mit einer Generalklausel, sondern mit
im Polizeirecht mit dem Polizeiaufgabengesetz, das natürlich konkrete Befugnisse regelt für konkrete Situationen, in denen dann abzuwägen ist. Diesen Vergleich kann man, glaube ich, ganz gut ziehen, denn es handelt sich eben um den Kernbereich der Gefahrenabwehr, was auch mit sich bringt, dass wir jetzt nicht irgendwie durch die Hintertür die Kompetenzordnung verändern wollen. Natürlich bleibt es bei der Aufgabenzuweisung der Exekutive für die konkreten Maßnahmen, denn gerade bei der Gefahrenabwehr liegt die Gefahr ja im Verzug und es muss die zügige, auch angemessene, verhältnismäßige, aber auch regional zugeschnittene Handlungsfähigkeit immer gewahrt bleiben. Jedoch der Rahmen, der gesetzliche Rahmen, den der Bund vorgibt, muss eben klarer definiert sein, damit wir auch aus der Sicht der Exekutiven natürlich rechtssicherer handeln können und wissen, dass die Maßnahmen, die wir für richtig halten, von denen wir überzeugt sind, auch die Herausforderungen vor den Gerichten dann bestehen. Denn wir können ja auch davon ausgehen, dass die Fallzahlen bei den Gerichten mit fortschreitender Dauer der Pandemie einfach steigen werden. Wir wollen also das grundlegende Handwerkszeug, den Instrumentenkasten, der sich in den letzten Monaten bewährt hat, auf den wir erfolgreich zurückgreifen konnten, auf den wir jetzt wieder zurückgreifen müssen, klarer im Gesetz festschreiben. In diesem Sinne soll der Paragraf 28a dann im Bundesgesetz geregelt werden. Ich bin guter Dinge, dass es bald passiert, dass wir einerseits die Rechtsgrundlage schärfen und dadurch für mehr Transparenz sorgen, letztlich auch für mehr Akzeptanz sorgen in dieser wichtigen, ja fast schicksalshaften gemeinsamen Herausforderung. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Aber Erklärungen zu Protokoll von Herrn Senator Behrendt, Berlin, Herrn Minister Beermann, Brandenburg und zwei Erklärungen zu Protokoll von Frau Staatsministerin Betzing-Lichtentäler aus Rheinland-Pfalz. Den Entschließungsantrag in Top 61a weise ich dem Gesundheitsausschuss federführend sowie dem Wirtschaftsausschuss mitberatend zu. Wir kommen zu Top 61b. Zu dem Gesetzesentwurf liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen und zwei Landesanträge zur Abstimmung vor. Ich beginne mit den Ausschussempfehlungen und frage, wer stimmt Ziffer 1 zu? Das ist eine Mehrheit. Ziffer 2. Auch das ist eine Mehrheit. Ziffer 3. Eine Mehrheit. Ziffer 4. Eine Mehrheit. Ziffer 5. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 6. Das wäre eine Minderheit. Nee, Moment. Ziffer 6 noch einmal. Das ist eine Mehrheit. Ziffer 7. Eine Mehrheit. Ziffer 8. Eine Mehrheit, Ziffer 9, Mehrheit, Ziffer 10, Mehrheit, Ziffer 11, Mehrheit, Ziffer 12, Mehrheit, Ziffer 13, Mehrheit, Ziffer 14, Mehrheit, ja, das sind die Ziffern. Nun bitte Ihr Handzeichen für den Landesantrag in Drucksache 645-2, dem Niedersachsen und Rheinland-Pfalz beigetreten sind. Das ist eine Mehrheit. Wer stimmt für den Landesantrag in Drucksache 645-3? Auch das ist eine Mehrheit. Ja, dann hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen.